Hallo zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Blood and Wine in einer weiteren Fragezeichenrunde. Und ich hatte jetzt schon 20 Minuten aufgenommen. Ich bin ein kleines Stückchen nördlich von dem Dingens hier, genau, von Fort Astre. Hier haben wir letztes Mal aufgehört. Ich bin dann hier noch hingegangen. Da war nur so ein versteckter Schatz. Und in den Ruinen war ich auch ganz kurz. Das sind Tatsache so Ruinen und da waren ein paar Moder heute. Aber leider nichts, was uns jetzt noch großartig interessieren könnte. War halt auch leider keine Quest oder sowas da. Und hier unten habe ich gerade einen Zyklopen erschlagen. Das war eine Stätte. Und mein Plan ist jetzt, also ich habe es einfach über Bord geworfen, weil es ist irgendwie so gar nichts passiert. Der Zyklop war jetzt gerade irgendwie noch so ein Highlight. Ist jetzt aber, wie gesagt, auch nicht so wild. Ich habe jetzt folgenden Plan mit euch. Also ich habe die ganzen Abend jetzt lang Zeit. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir jetzt die Hauptquest weiterspielen. Wahrscheinlich vielleicht auch durchspielen. Ich weiß es nicht, so ist jetzt erstmal der Plan. Und wir hier die letzte Fragezeichenrunde machen. Erstmal, wir werden natürlich nicht alles schaffen. Also ich gehe jetzt mit euch hier noch den unteren Bereich lang. Dann bleibt aber auch noch die Mitte. Da ist noch so ein bisschen was. Notfalls machen wir das einfach im Anschluss. Aber jetzt tagelang nur Fragezeichenrunden. Ich glaube, euch steht das dann auch bis zum Hals, oder? Ich meine, es ist immer so schwierig. Einige wollen das immer haben, die Fragezeichenrunden. Und wenn man es dann macht, dann ist es dann aber auch irgendwie so, ja, du kannst es aber auch mal schneiden. Achso, ist es ja eigentlich auch nicht. Es ist einfach irgendwie schwierig für mich, das nachzuvollziehen, glaube ich. Jetzt erstmal der Plan. Also wir machen gleich noch die Fragezeichenrunde zu Ende. Und dann geht's für mich auf in die Hauptquest. Ich freue mich da auch schon ziemlich drauf. Ich wollte mir das ja eigentlich nochmal angucken, aber hier hatten wir die Bruxel gefunden, ne? Oha, Blödsinn. Die ist immer noch da, kann das sein? Da ist irgendwas gerade gelaufen und ich sehe auf meiner Karte ja auch zwei so eine Pönökels. Das sind Hündchens. Komm, euch nehme ich mal kurz mit. Ich erinnere mich, hier war doch... War hier nicht so eine Kiste mit Schlüssel? Oder ist... Oder verwechsel ich das? Also wir haben noch eine unten im Wasser, aber ich... keine Ahnung, ob wir die jemals öffnen werden. Du bist auch ein Vergiss, ne? Ja. Na komm her. Aua. Immerhin gibt's Zeug. Was? Schädel? Ach, hier ist ein Skelett. Hab ich gar nicht gesehen. Liegt die Bruxel eigentlich noch hier? Warte mal, da war der Typ, der müsste die doch eigentlich... Hier lag sie. Genau hier. Irgendwer hat sie mitgenommen. Hier ist auch noch ein Toter. Dich habe ich gar nicht mitgenommen. Was ist denn hier los? Sehr merkwürdig. Gut, ihr Lieben. Wir heute, wie gesagt, Fragezeichenrunde. Erstmal die letzte. Ich weiß gar nicht, wollen wir nach der Hauptquest das einfach noch fertig machen? Es kommt ja denn eh noch die Rüstungssachen. Aber wahrscheinlich wird es dann wieder keiner... Nicht so schnell, Plätze. Keiner gucken von euch, ne? Bitte erledigt. Brauchen wir nicht mehr gucken. Ist ja aber auch in Ordnung so. Wir sehen uns jetzt erstmal drüben. Langsam. Wir reisen jetzt südwärts. Irgendwo dahin. Jo, sieht aus wie eine verlassene Stätte. Na, werden wir schauen. Bis gleich. Oh, wir sind schon da. Ich bin dran vorbei. Ich habe es gar nicht gesehen. Hier sind ja Bilder. Wieso sind denn die... Harpien? Hier unten? Na, warte mal. Das kriegt man hoffentlich mit Art hin. Ja, die eine liegt auch schon, aber jetzt müssen wir erstmal um die kümmern. Mann, dass ihr Harpien immer so viel aushaltet, ne? Na komm. Ja, aufgespießt. Perfekt. So löst man das doch am schnellsten. Und das Monsternest. Warte mal, ich muss erstmal das Monsternest irgendwie klein kriegen, weil sonst schlüpfen hier vielleicht noch ein paar Harpien. Die Harpien haben hier ihr Nest. Ja, nee, Geralt. No shit, Sherlock. Ich mach ja schon. Huch.
Yippie! Harpieneier! Ja, kann man mal mitnehmen. Samuel Aids Notizen. Aids. Samuel Aids. Vater drängt, dass ich wieder bei den Arbeiten im Haus helfe. Bei seinem Genörgel werde ich meinen genialen Mechanismus niemals fertigstellen. Wenigstens unterstützt Mami mich und leiht mir ihren Spiegel. Zusammen mit den beiden anderen, die ich von meinem Ersparten gekauft habe, kann ich so testen, ob mein Gerät wirklich funktioniert. Doch zuerst will ich dem, der diese Zeilen findet, den Anfang der Geschichte erzählen. Meine Liebste, Alice Elise, lebt mit ihrer Familie in einem Anwesen, das einem so tiefen Tal liegt, dass die Sonne zwischen September und März nicht zu sehen kriegt. In diesen langen Monaten müssen die Einwohner ständig in Zwielicht oder Finsternis leben. Doch diese ewige Tortur wird bald der Vergangenheit angehören. Meine Erfindung ist in ihrer Schlichtheit brillant. Ich werde auf einem der umliegenden Berge ein Spiegelsystem installieren. Das ist übrigens eine Anspielung. Ich habe das schon mal gehört. Ich glaube, das gibt es Tatsache für irgend so ein kleines Dorf. Weiß ich jetzt aber nicht aus dem Kopf. Dass die Sonnenstrahlen, die ihr Anwesen lenken wird. Das war's. Haha. Es war alles wert. Die lang durchlernten Nächte in der Bibliothek der Kaiserlichen Akademie, als ich meine Kenntnisse in Arithmetik und Alchemie verfeinerte. Ich weiß nicht, woher kenne ich die Geschichte? Gibt es das Tatsache in real oder habe ich das nur in irgendwo aufgeschnappt? Vielleicht wisst ihr da mehr. Ich möchte meine Erfindung heute testen. Der Vater beschwert sich fortlaufend, dass meine neumodische Apparatur nur ein paar Elstern anlocken wird, die dann unser Anwesen vollkacken. Oder noch schlimmer, ein Schwarm Harpien. Oh oh, immer muss er aus allem ein Problem machen. Ich warte, bis er in die Stadt geht, dann stelle ich wie der Blitz die Spiegel auf. Dein Vater hatte recht mit den Harpien, aber das lief er jetzt noch echt ungünstig. Das ist ja an sich eine ganz coole Idee, ne? Irgendwie schon. Jetzt müssen wir erstmal hier... Hier sind die ganzen Spiegel, ne? Das sind keine Bilder, das sind alles Spiegel. Oh, ich bin ja gleich tot. Mann, ey, und das nur beim Rumfallen. Oh, oh, umfallen. Aber so viele Spiegel sind sie jetzt auch nicht. Oder also nur so kleine, ne? Damit kannst du jetzt keinen Blumentopf gewinnen. Gewinden. Oh Gott, der war flach, ne? Der war flach. Die Häuser können wir wahrscheinlich nicht. Hier ist noch ein bisschen Wein. Ja, woher kenne ich diese Geschichte? Mit Dorf liegt im Schatten, beleuchtest du mit Licht? Also mit den Spiegeln? Woher kenne ich das? Bei mir schmilzt wahrscheinlich schon Spiel und Realität zusammen. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr da echt mehr, ne? Ich rätsel gerade die ganze Zeit, woher ich das kenne. Also, das sind ja eigentlich geniale Ideen, ne? Man kann das ja nicht von der Hand weisen. Das ist ähnlich genial wie dieses Projekt in der Sahara. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also mit. Das gibt's aber Tatsache. Diese Idee und die Pläne dazu, die gibt's schon jahrelang. Nur können sich die Länder einfach nicht einigen. Was ein bisschen scheiße ist und schade zugleich. In der Sahara ist ein riesiges Sonnenfeld mal geplant gewesen. Aus Sonnenkollektoren. Ist so groß, also wirklich kannst du durch die Sahara legen, das Ding. Und siehst du auch vom Weltraum aus, so riesig würde das sein. Es betrifft halt nur mehrere Länder, die das denn, ja, die diesen Platz eben zur Verfügung stellen müssten. Oh, warte mal, hier unten ist ja direkt. Oder können wir, da brauche ich noch nicht mal schneiden, dann kann ich euch das gleich weiter erzählen. Lauf, Plätze! Und da sind sich die Länder einfach nicht einig. Übrigens würde das ganze Ding so viel Energie erzeugen, dass die Welt davon Tatsache speisen könnte. Die komplette Energie. Und das wäre alles auch noch guter Strom, ne? Aber man wird sich nicht einig, die Länder streiten sich natürlich, wer erlegt die Kabel. Und nichts, was fürs Alter beiseite legen könnte. Das wäre extrem viel Strom. Das ist aber auch halt ein Mammutprojekt, sowas, ne? Aber wäre doch mal toll, würden wir sowas auf der Welt haben, ne? Verschwendet so wütend. Och, Leute. Ich hab den einen angestupst und tut dann nicht so.
Ach, ist wieder so ein Winzerding. Ja, komm her. Du, Herr, bist ein Hexer? Derjenige, den die Herzogin bestellt hat? Schuldig im Sinne der Anklage. Und du bist jemand, der was von mir will. Du kannst ja Gedanken lesen. Hm? Weißt du, diese Höhlen hier sind erstklassige Weinkeller, wie von den Göttern für den Eigenbedarf geschaffen. Mhm. Groß, trocken. Ja. Leider wohnen ein paar Monster drin. Ein Hellseher. Die Götter seien gepriesen, ein Hellseher. Was ist? Hilfst du mir? Ja. Ich kümmere mich darum. Angesichts der großzügigen Belohnung, die ich voraussehe. Gut, greif. Was? Greif? Greif in den Reben? Töte die Monster. Huch. Machen wir das jetzt erstmal. Ist halt wieder so ein Winzerding, ne? Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Warte, Fackel. Kommt. Oh. Nö, da können wir nicht lang. So, was haben wir denn hier? Speichern haben wir hier. Das ist wirklich irgendwas Geflügeltes. Da wird sich doch. Die Greifen leben doch eigentlich irgendwo in Nässern oben, oberhalb. An luftigen. Ein Gluma. Ach, du sweetes Ding. Was? Mir ist der Witter abgestürzt. Sometimes I hate it, sometimes I hate it. So, mein Guter, jetzt aber. Komm her, kannst du rausgucken. Ja! Geh rein jetzt, freu doch mal richtig. Boah, Junge, du lässt aber ganz schön die Frames einbrechen hier. Willst du nicht wieder mal rollen oder so? Na komm, roll mal. Oh nein. Du bist nicht umgefallen. Das ist jetzt aber, das ist aber jetzt ungünstig. Oh, vielleicht machen wir mal kurz hier so einen Quent drauf. Oh nein, ich muss mich kratzen am Ohr. Ah, oh, Hilfe. Ah! So, jetzt. Oh! Sag mal, du hast ja hier gar nichts, wo du umfällst. Das ist jetzt noch ungünstiger. Boah, nee, ne? Was ist das? Ja, er ist umgefallen. Nein, jetzt ist das Schwert im Arsch. Ich krieg die Krise. Neuerdings ist irgendwie diese Physik-Engine. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist ja kaputt. Ich müsste mal ganz kurz hier... Jupp. Einmal so ein kleines Ding oder machen wir noch ein normales? Hm. 65 ist jetzt auch nicht mehr so das Wahre, ne? Das hat jetzt wieder 100. Gut. Was für ein Bild. Oh. Glumar. Der Glumar von vorne sieht eigentlich eklig aus, aber man sieht sein Gesicht gerade nicht. Oh. Sehen wirklich so aus wie kleine Maulwürfe. So, was hast du denn hier noch so versteckt? Wenn du Bob was versteckt hast. Hi. Irgendwie nichts, außer ein bisschen Pilze. Nee, ich glaube, das war's schon wieder. Gut, dann können wir uns den Winzerauftrag vorne abholen. Und dann weiterreisen. Ich hoffe, das stürzt jetzt nicht normal ab. Also, ich habe Angst, besonders bei so... bei so storylastigen Passagen, dass mir das irgendwann mal richtig den Rechner so in die Knie zwingt. Oh, ach, hier bist du ja wieder. Ist mir irgendwie, also mir ist es noch nie passiert, dass mir das abgestürzt ist bei so storylastigen Passagen, aber wer weiß. Gott, ich darf das nicht beschreien, ne? So, fertig. Na, und? Ja, tot. Problem gelöst. Der Glumar in der Höhle wird dich nicht mehr belästigen. Superb! Ich habe ein Lagerhaus gewonnen und du meine Dankbarkeit. So, wirklich riesig, ne? Oh, bei dem kann man verkaufen. Komm mal her. Würdest du mir mal dein Angebot zeigen?
Ah, verdammt, er nimmt keine Rüstung. Dann wirst du mir wahrscheinlich auch so nicht wirklich viel bringen. Questgegenstände, boah, was gibst du mir denn hierfür? Eins behalte ich meistens immer, nur falls man doch mal zerlegen muss. Den Rest habe ich aber schon fast alles verbraucht. Oh, wenn man hier, du nimmst Felle. Nimm mal, denn Felle sind schwer. Noch was? Wie gesagt, das meiste habe ich jetzt auch eigentlich schon verkauft. Hier, Puppen kannst du auch haben. Die Muschel kann man ja aufbrechen, da gibt es vielleicht noch eine Perle. Ja, wer weiß, wer weiß. Ach so, Leute, ich habe mir noch M hier geholt. Irgendwann bin ich wieder vorbeigeritten, habe mir dann M hier gekrallt. Das bleibt in meinem Herzen über dem Klo. Bis später. In meiner Fantasie habe ich das Ding über dem Klo aufgehängt. So, haben wir das. damit ist das hier schon mal erledigt. Hey, der Westen ist frei, ihr Lieben. Wir haben's. Ist doch schon mal etwas. Dulcinea-Windmühle. Oh, hier müssen wir mal... Ach ja, das ist auch eine Anspielung, ne? Die Dulcinea. Nehmen wir erstmal das hier. So, wir sehen uns drüben. Irgendwie habe ich gerade hier eine Höhle entdeckt. Langsamer. Plötze, seit wann kannst du denn schwimmen? Das ist auch gut. Los, lass uns mal rein in die Höhle. Habe ich, wie gesagt, gerade erst entdeckt hier. Ach, schau mal an, Manticore. Ist die jetzt wirklich hier? Ich dachte, die wäre jetzt schon wieder im Ostteil. Genau wie der große Bettler es beschrieben hat. Mertens Kapelle muss in der Höhle sein. Also für all jene, die jetzt nicht die Fragezeichenrunde da gesehen hatten, wo ich die Manticore geholt habe. Wir waren erst in so einem Tempel. Ah ja, okay, ja. Ey, Geralt, reiß dich am Zippel. Verdammt, was ist denn hier los? Ey, geil, Pilze. Das war beim ersten Mal auch schon so verschwommen, ne? Wir waren in so einem Tempel, das hat halt viel mit Märten zu tun. Nackte Frau in einer Höhle? Da stimmt was nicht. Ja. Traube? Was für eine Traube? Deine Traube oder was? Ja. Oh la la. Das ist noch eine. Warte mal, wieso habe ich mir das nicht gedacht? Was seid denn ihr? Natürlich. Diese Kackbruchsäne. Das musste ja sein. Nee. Das da. Dankeschön. Du kannst ruhig herkommen. Aber ich brauche mal... Nee, Dimitrium auch nicht. Wo ist denn die Drachentraum-Dingens? Dann sehe ich sie besser. Nee, nicht das. Habe ich zwar gesagt, aber meine ich nicht. Verdammt. Hier, Mondstaub. Gib mal die her. Jo. Aua. Okay, die eine können wir jetzt schon mal sehen. Nein. Oh Gott, habe ich noch eine? Ach, schau mal an. Da ist sie schon gestorben. Komm mal her, ich habe noch ein bisschen schwarzes Blut. Aua, Mann. Das gefällt dir nicht so, ne? Ah, die Bruchsäle sind wirklich schon eine der äußerst interessanteren Monster hier. Ach, Mensch. Das hätte ich mir echt denken können, ne? Die Bruchsäle können auch Halluzinationen gewesen sein. Gekämpft haben sie aber ziemlich handfest. Die sind auch komplett weg. Wahrscheinlich hat Geralt hier echt gerade nur rumgefuchtelt. Aber was ist, wenn wir dann gestorben wären? Na, wer weiß das? Oh, entschuldigt? Nee, raus. Ich wollte nur die Fackel anwählen, ja. Die irgendwie so komisch lila brennt. Rosa, rosa, rot.
sind sie mir weggestorben und haben mir nicht einen Koffer hinterlassen. Langsam artet diese Manticore zu einer richtigen Questreihe aus. Das ist ja auch nicht schlecht. Bettler? Hier? Das muss eine Prüfung sein. Hilf einer armen Seele. Na klar, gebe ich den gerne. Wende nicht den Blick ab, Herr. Hilf mir. Almosen für die Armen, Herr. Ja, mache ich. Könnte alles haben. Ich wünsche, das würde auch auf normaler Straße gehen. Oh oh. Und der Letzte. Was jetzt? Ah, der hörst du nicht? Schon wieder so ein knarzerig Ding. Hier sind überall Pilze in dieser dieser Höhle. Geralt, nimm das Schwert, bitte. Irgendwas bewegt sich weg. Flieht. Da ist auch noch ein Typ, ne? Ich glaube, die sind real gereicht. Städter gerettet. Aha. Also der Merten hat sich etwas einfallen lassen hier. Ich glaube, unsere Halluzination ist langsam weg, oder? Aber unser Feuer ist noch so merkwürdig. Finde alle Schirme. Wir bewegen uns weg. Verdammt. Vielleicht müssen wir auch erstmal die Prüfung bestehen. Dann mal gucken, was hier am Ende ist. Vielleicht ist da noch eine Prüfung. Nee, nur ein Loch. Ah, doch, hier geht's weiter. Schwimmen. Oh nee. Nicht doch. Der sieht aus wie Majoran. Nicht möglich. Aha. Keine Vision mehr. Ich hoffe, das war's dann. Und uns fehlt trotzdem noch eins, ne? Mertens Notizen. Hallo, ich würde gerne die Notizen lesen. 17.04, 12.03, also auch schon ewig her. Es ist vollbracht. Ich habe die Höhle der Sorgen erreicht und bin ins heilige Refugium der verborgenen Kapelle gelangt. Ich werde niemals vergessen, was ich durchgemacht habe. Feuerspeiende Kreaturen haben mich angegriffen. Monstrositäten, die wie Kreuzungen aus Ertrunkenen und Endriagen wirkten. Männer mit den Gesichtern wilder Tiere. Doch Majoran gefiel es, mich diese Torturen überleben zu lassen. Am Ende des Weges, hier in der verborgenen Kapelle, habe ich mich in Meditation versenkt und gleich erfüllte Majoran meinen Geist mit einer Vision von einem See, dessen kristallklare Wasser mich umgaben, meine Seele durchdrang und sie von aller Boshaft reinigten. Als ich erwachte, war ich sicher, dass Majoran mir die letzte Station meiner Reise hatte bedeuten wollen, den See der Reinigung, an dem Majoran die Körper und Seelen seiner Jünger wusch. Auf Anraten jenes Wissenden, der als großer Bettler bekannt ist und dessen Weisheit ich im Majorans Tempel genießen durfte, ich bete, dass er wohlauf ist und die Leute in seinem Dorf verstanden haben, dass er die Wahrheit spricht und niemanden Übles will. Bababam, werde ich nun alles Dingliche hinter mir lassen, was mich noch auf meinem Vorleben verbindet. Ja, ich glaube, der Hexer ist halt zum Majoran gekehrt, ne? Der Merten. Das ist allerdings nicht so einfach, dass es mich einst viel Zeit und Energie und große Opfer gekostet hat, diese Schemas zu finden. Doch ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Möge Majoran mein bescheidenes Opfer annehmen. Nun kann ich zum See der Reinigung reisen. Mein Weg ist schwierig und voller Gefahren, doch er wirkt immer klarer und ich fühle ein Licht in meinem Herzen. Meine Sicherheit, dass es der richtige Weg ist, wird stark wie Eisen und hart wie Stahl. Gepriesen sei Majoran. Merten ist zum See gegangen, um
Erben endgültig zu sühnen. Das sollte ich mir ansehen. Aber da waren wir doch schon. Ist das vielleicht eine Art Relikt? Ich habe keine Ahnung, Geralt. Und da fällt mir auf, ich beschreibe euch hier gerade, was passiert ist, aber sind wir ja in der Fragezeichenrunde. Leute, wenn ihr die Fragezeichenrunde nicht gesehen habt, ist immer so gut. Ich komme manchmal ein bisschen durcheinander, was die normalen Folgen angeht und die Fragezeichenrunde. Nimmt's mir nicht krumm. Das passiert mal. Irgendwann fällt's mir doch auf. So, jetzt komm, jetzt tauch mal. Ich will sehen, was da ist. Geht nicht, weil zu niedrig oder was? Tatsache, das ist gar nicht so tief. Gut, waren wir umsonst planschen. Aber der Geralt ist ja wie Gamer. Die machen sich ja auch nicht sauber. Ne? Geralt, wann gehst du mal duschen? Das heißt, wir müssen jetzt nochmal zum See oder was? Das ist ja doppelt kacke irgendwie. Das ist eine richtig kleine Questline hier für die Manticore-Rüstung. Das ist jetzt schon das dritte Gebiet, glaube ich, nur um die Manticore jetzt hier zu finden. Bei den anderen waren es zwei Gebiete. Höchstens. Oh nee, jetzt bleibe ich hier an diesen Stalaktiten fest. Hänge fest. So. Das war's jetzt aber. Raus hier und ich würde sagen, wir holen uns jetzt, warum auch nicht. Lasst uns die Manticore-Rüstung jetzt auch einsacken. Dann haben wir das erledigt. Und wir... Ich weiß gar nicht, wo ist denn das Ding? Das ist bestimmt jetzt wieder am Arsch der Welt, oder? Ah, das Ding ist hier oben. Ja, ich erinnere mich. Leute, ich bin jetzt hier noch beim Amphitheater. Das war unser erstes... So ist gut. Das war unser markiertes Fragezeichen. Ich habe gehofft, hier einen Wegpunkt zu finden, der uns denn nach Bassein ganz nach oben bringt für die Manticore. Das sieht aber extrem schick hier aus. Deswegen habe ich es nochmal angeworfen. Oh, ein teurer Wein wahrscheinlich und ein parfümiertes Tagebuch. Fragment eines Tagebuchs, das mit Bergamott, Jasmin und Zedernholz parfümiert ist. 29. Blatte. Endlich habe ich eine Lösung. Ich werde für die Kaiserliche Schauspielerakademie die berühmteste Rolle der Elsa de Lombre spielen. Ihre letzte Vorstellung, bei der sie auf der Bühne starb. Der großartigste Schauspielerakt, der je aufgeführt wurde. Dann müssen sie auf mich zukommen. Aha, erste Fan. Diese Rolle ist zu schwierig. Mein Lehrer ist immer noch nicht zufrieden. Vielleicht fehlt mir einfach das Talent. Es ist schwer, gegen Elsas Legende zu bestehen. Fünfter Fiain? Ja, jetzt weiß ich, was ich nicht verstanden habe. Ich muss die Rolle fühlen und den ganzen gesamten Abend im Amphitheater neu erstehen lassen. Mit Kerzen, Wein und dem Werk, genau wie einst Elsa. Die Aura des Ortes wird mir helfen. Angeblich hat Elsa fast ihr ganzes Leben dort verbracht. Die Leute sagen, im Amphitheater spuke es und das sei der Grund, dass dort keine Stücke mehr geführt werden. Offenbar sind alle, die Elsas Szene mit dem Amphitheater aufgeführt haben, unter mysteriösen Umständen gestorben. Als Weibergewäsch. Selbst wenn es dort spukt, glaube ich, dass mir Elsas Geist den Segen gibt. Und du Idiot, das ist Elsa. Siebter Fiain. Heute Abend geht es los. Ich habe Kerzen vorbereitet und zwei Flaschen von dem Wein erworben, den Elsa vor ihrem Tode trank. Nun werde ich proben und proben, bis ich endlich glaube. Ich spüre, dass ich Elsa bin. Fragment eines Skripts mit Unterstreichungen in roter Tinte. Nun stirbt der Tag, er bricht in sich zusammen, genau wie meine Seele. Nun wird die Dunkelheit mich verschlingen, wie erstickende Dämpfe. Nein, jetzt bin ich nicht bereit, die Erinnerung an Geister in meinem Herzen neu erstehen zu lassen. Ich werde die Kerzen anzünden. Die erste möge für den Jungen flackern, ein Kind noch, der auf dem Schlachtfeld des Mittags erschlagen wurde und ohne eine Silbe starb. Die zweite soll leuchten für jene, die mir ein Juwel aus dem Brunnen holen wollte und die Oberfläche nie wieder durchbrach.
Die dritte Flamme brenne für den Gemahl, schön wie die Statue, kalt wie Stein, der mich verließ und in Dunkelheit verschwand. Anonym starb er, in den Wäldern verging er. Der vierte scheine für jenen, der so herrlich liebte und in seinem eigenen Feuer brannte. Und die fünfte werfe ihr Licht auf dich, mein Geliebter, mein treuer Gefährte, mein glückloser Gatte. Verzerrt durch Krankheit, du ruhst im flachsten Grab von allen. Nun brennen sie alle. So wunderbar, so weiß, Männer, Knaben, Gatten, meine, alle mein. Ich liebe euch bis zum Letzten. Nun seht den Wein, ich trinke ihn und heilige damit euer Andenken. Das Mädchen hat offenbar die markierte Szene nachgespielt und ist gestorben. Oder wurde sie getötet? Möchte ja, wissen, Elsa. Was passiert, wenn ich die Szene nachspiele? Das ist mein Gedanke, mein lieber Geralt. Schön, dass du mir das wieder vorwegnimmst, aber dazu machen wir das doch glatt ein bisschen später. Ja, das ist eine angemessene Zeit für so ein Schauspiel. Die fünf Lichter anzünden. Sie lief hier lang? Da ist das eine. Ich muss ihre Spuren zurückverfolgen und dann die Kerzen in derselben Reihenfolge anzünden wie sie. Naja, das wäre das hier, das erste. Oh, oh Gott, warte mal. Sie lief hier lang, da ist sie gestorben. Warte mal, hier zurück. Das überkreuzt sich. Das hier. Denn dort lang. Diese. Sag bloß, wir formen. Nee, wir formen kein Pentagramm, aber es sah so aus. Warte mal. Ich hab's falsch gemacht, ne? Nee. Ist alles richtig. Alles richtig. Mach die Kerze an, Geralt. Und dann lief sie hier rüber. Falsch. Es ist doch ein... Was? Wie falsch? Ich bin doch den... Oh, das ist... Ja, ich muss doch die Füße rückwärts hier... Ach so, wegen... Ja, ich verstehe. Sorry, ich muss natürlich genau andersrum machen, ich Dödel. Weil wir machen es ja nicht rückwärts, wir müssen es ja genau in der Reihenfolge machen. Also erstmal die Schuhe zurückverfolgen. Also erst die hier. Das ist das Kind. Ich bin ja auch bescheuert, natürlich müssen wir das so machen. Manchmal ist aber auch... Meine Güte. Ja, alle doof. Fertig. Jetzt ein Gläschen. Ganz genau. Wir trinken das Ding jetzt. Achso, ist wahrscheinlich bei Quest, ne? Ganz unten. Eieiei. Besiege die Erscheinung. Phantom. Ich nahm an, du bist Elsa, ehrlich gesagt. Aua. Doch. Ich kann dich treffen. Komm her. Dachte schon, das geht gerade nicht, aber doch. Oh, was war... Was ist das denn hier? Achso, du wieder. Komm mal her, komm mal her. Wenn sie tot ist, dann sterben die auch. Yes. Oh. Hier stehen überall Leute. Der Anhänger ist ein Schlüssel. Vielleicht gibt es hier eine verschlossene Kammer. Vielleicht. Da war doch so ein... So ein kleines Tor. Ja. Morana Runenstein. Ja, ein bisschen Silber. Schöne, war jetzt eigentlich eine schöne Quest. War wieder ein bisschen was anderes. Das Tagebuch ist so alt, dass es auseinanderfällt. Es sind nur noch wenige Einträge leserlich. 16. Tag des Monats Lammers im Jahr 1178. Oh, puh, das ist schon mehr als 100 Jahre zurück. Wir haben nur noch wenige Tage bis zur Premiere. Angeblich werden sogar Herzog Roger und sein Liebling, die Gefährtin
oder die Gräfin, Entschuldigung, The Stay Share anwesend sein. Diese Rolle wird mein Meisterstück. Ich habe kein Lampenfieber. Ich sehe meinen Auftritt gelassen entgegen, doch sie versetzt mich in Panik. Annika. Sie wird weinrot vor Eifersucht, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen. Es ist meine Schuld, dass eine Provinzschauspielerin, Elfin, auch noch weniger talentiert ist als ich. Erwartet sie wirklich? Okay, wo läuft denn das hier hinaus? 24. Lammers? Ihr Hass ist beinahe mit Händen zu greifen. Ich habe solche Angst. Ich habe mit dem Spielleiter darüber gesprochen, doch ich glaube, er nimmt mich nicht ernst. Er hat so viel mit der Premiere zu tun. 29. Annika hat in meinen Sachen herumgeschnüffelt. Sie hat dieses Tagebuch gelesen. Ich habe sie auf frischer Tat in meinem Zimmer ertappt. Und wie fürchterlich ich reagiert habe. Zuerst bin ich natürlich explodiert und habe sie angeschrien, doch ein einziger Blick von ihr ließ mich gefrieren. Ich muss meine wertvollsten und wichtigsten Sachen im Amphitheater verstecken. Ich werde den Schlüssel nun immer zu bei mir tragen, an einer Kette vom Juwelier. Aha, dann haben wir sie also. Sie ist der Geist quasi. Vielleicht getötet von Annika. 33. Es wird immer schlimmer. Ich fürchte, sie will mich umbringen. Ich fühle ein Jucken im Rücken. Das Omen eines Deutschen. Und dieses Jucken in der Kehle, ist das das auch? Will sie mich vergiften? Wie theatralisch von ihr. Götter, ich schwöre, wenn diese abscheuliche Person mir etwas zuleide tut, verwandle ich das Amphitheater in die Hölle auf Erden. Oh oh. Da ist sie wahrscheinlich von der Annika getötet worden. Schönes Amphitheater. Das muss mal ein richtig prachtvolles Ding gewesen sein. Hier gibt es nichts mehr. Vielleicht. Es ist auch so schön. Buclair ist da hinten, ne? Also. Sowas Tolles. Sowas Ungenutztes eigentlich auch, ne? Da unten ist eine Fischershütte. Gut. Sollen wir recht sein? Also, Toussaint hat unglaublich viele elfische Ruinen oder auch so. Das ist jetzt nicht elfisch, aber... hat unglaublich viele Ruinen. Die könnten ja hier ruhig mal noch was draus machen. Boah. Ja, los, komm mal hoch, Geralt. Wir gucken uns nochmal die Tribünen an. Na, hier gibt es auch nichts mehr. Aber interessante Quest. Das war jetzt mal wieder richtig spaßig. Das sieht aus, als wäre es mal ein Brunnen gewesen, mitten im Amphitheater. Das kann nicht sein. Das wird irgendwas anderes gewesen sein. Na gut. Jetzt aber Manticore-Rüstung, ne? Die müssen wir noch machen. Das werde ich heute noch mit euch durchgehen. Also Manticore-Rüstung... Ich war jetzt hier... Bassenhof muss ich hin. Hier oben ist sie. Oh Mann, es fehlt... diese Manticore-Rüstung, die macht einen irre. Gut, wir sehen uns drüben, ne? So, ihr Lieben, wir sind da. Endlich. Ich weiß schon, was uns erwartet. Ich habe gerade noch ohne euch, habe ich mal den unteren Bereich jetzt noch gesäubert. Ne? Also ihr seht, hier angefangen bei dem Ritter, weil es nicht so spannend. Ort der Macht haben wir hier noch gehabt. Ein Schatz und ich glaube die verlassene Stätte. Hier, das habe ich jetzt einfach mal eigenständig gelöst. Ihr seht schon, war jetzt nicht so spannend. Sonst hätte ich euch mitgenommen. Und jetzt holen wir uns noch das letzte Manticore-Stück endlich. Meine Güte, das war aber auch eine lange Farce. So, wollt ihr aufs Fressbrett? Jo, ihr wollt aufs Fressbrett. Kommt her. Oh Mann, ihr Zweihandpiken, ne? Also. Warte mal, ich wirbel mal kurz. Vielleicht kriegt ihr da hinten. Oh, ja. Ist mir schleierhaft, warum so viele Leute Selbstmord begehen, indem sie einen bewaffneten Hexer angreifen. Stimmt mit meinem Gesicht was nicht? Das muss der See sein, von dem Merten schrieb. Wie idyllisch.
Naja, der See halt, aber das... Oh, da war ja richtig... Alter Schwede, da war richtig was drinne. Aber er hat doch gesagt, das ist der See mit unserer Liebsten. Aber das ist er gar nicht. Oder doch? Da drüben die Insel eigentlich nicht. Naja, komm. Oh, ich sehe da schon eine Kiste. Hier ist richtig viel auf Grund. Oh. Gott. Hier liegt überall. Schau mal da. Hier liegt überall. Das. Yay! Wir hatten das letzte Brief. Okay. 32. Ferien. Ich habe das Ende meines Weges erreicht. Ich, Merten, als Kind der Manticore-Hexagede gegeben, all ihren grausamen Mutationen, ihrer unbarmherzigen Schindereien unterworfen, höre am heutigen Tage auf, ein Hexer zu sein. Ich habe meine Pilgerreise beendet und mich von allem befreit, was mich an mein altes Leben band. Ich habe die verborgene Kapelle in der Höhle der Sorgen aufgesucht und überlebt. Heute bin ich wiedergeboren. Hier im See der Reinigung lasse ich das letzte Objekt zurück, das von meiner vorherigen Existenz als Hexer zeugt. Deswegen liegt hier so viel Gerümpel rum. Mit ihm lasse ich auch meine Sorgen und Pflichten zurück. Ich werfe alles von mir, was ich war, auch meinen Namen. Von heute an heiße ich Chavel. Ja, wie? Wenn du deinen Namen wegwirfst, dann bringt doch ein neuer auch nicht so viel. Von daher müsst ihr eigentlich namenlos sein, ne? Ich bin ein neuer Mensch, dank dir, respektabler Majoran. Ich fühle, wie mein neues Selbst mich vorwärts treibt, in Lande und an Orte, die ich noch nie gesehen habe. Die guten Leute, die mir auf meiner Reise geholfen haben, sagten oft, ich solle auf meine innere Stimme hören und ihr folgen, denn so spricht Majoran zu uns. Ich werde mich nicht gegen sie stellen. Ich werde nach Norden gehen, nach Temerien, Edirn, vielleicht sogar in die Drachenberge. Ich werde den Ruhm Majorans verkünden und gute Taten tun, wie der Prophet befohlen hat. Ja, weiß ich nicht. Soll er mal machen, der Merten. Oh, jetzt muss ich erstmal kurz ein bisschen Sauerstoff holen. Mertens letzte Station. Oh nein, ich muss... Ich muss jetzt noch weiter? Ich hab doch gerade gar nicht das Schema aufgesammelt. Oder doch? Hab ich's übersehen? Auf jeden Fall ist die Quest weg. So ein Dreck. Das wäre jetzt doof, wenn's so wäre. Boah, hat er noch ganz schön was einstecken gehabt, ne? Warum hat denn der Hexer überall nur so Goldteller mit und Löffel und Kelche? Boah, 5 Kronen. Der hat echt alles von Bord geworfen. Wieder ein Cage. Ich wollte eigentlich das da haben. Das ist doch ja, ist ein Ring. Und? Liegt hier auch noch was? Ich glaube nicht, ne? Aber ich habe doch jetzt gar nicht die letzte... Verdammt, ich muss das gleich nochmal mir anschauen. Oh, ich brauche Sauerstoff. Ich habe doch aber jetzt wirklich nicht den letzten Schema aufgesammelt. Das letzte Schema. Da liegt noch was. Na mal gucken. Da drüben war jetzt, glaube ich, nichts mehr. Das ist alles nur noch Kreuzdorn. Jetzt weiß ich endlich mal, wie die Pflanze wieder heißt. Ich habe das die ganze Zeit vergessen. Kreuzdorn ist das. Und das ist hier Hornblatt. Kreuzdorn. Na komm, das war doch Geld. Das sah aus wie Geld, oder? Das ist prinzipiell auch nicht so wichtig, dass das steht. Verflixt und zugenäht. Merten! Ach Mann, ey. Deine Quest, ey. Das hat einem so ein bisschen das Genick gebrochen. Da hinten ist wieder nur Kreuzdorn, oder? Oh, was war das? Kreuzdorn. Das ist ja alles nur Kreuzdorn. Mann, verdammt, habe ich jetzt wirklich das letzte aufgesammelt oder nicht? Es ist, glaube ich, jedenfalls weg, ne? Schatzsuche? Ja. Sie ist auf jeden Fall weg. Oh, Kiste. Oh, doch nicht. Hornblatt. Yay, Hornblatt, voll geil.
Oh, hier ist noch Gold. Jetzt gib mir mal so 500 Kronen. Ja, schade. Das war ja auch was. Die Manticore-Rüstung, das ist ja so für Bomben wohl ganz gut. Oh, 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 ah, Merten. Mann, Mann, Mann. Das noch ein Ring oder sowas. Boah, jetzt bin ich aber auch gierig. Gebet. Gebet des Konvertiten. Ein übler Sünder war ich, doch in Majoran fand ich Gnade. Unglücklich war ich, doch im Majoran fand ich Lebensfreude. Mein Leben vertrat ich mit Fleischeslüsten, Faulheit und Ausschweifungen, doch in Majoran fand ich eine neue Berufung. Hier im See der Reinigung lasse ich zurück, was mich noch an meine alten Sünden bindet, mag es für immer und ewig hier ruhen. Ja, Merten, ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich dir den ganzen Kram einfach unter der Nase wegschnappe. Boah, Junge, was hast du denn hier alles... Schon wieder... Dank dir, großer Majoran, für die... Achso, dank sei dir, großer Majoran, für deine Hilfe, deine Gnade, deine Herzenswärme, da du mir vergönnt hast, den Weg der Erlösung und Vergebung meiner Sünden zu beschreiten. Möge der Name gelobt sein in Ewigkeit. Was denn nun, Merten, entscheide ich mal. Das ist echt merkwürdig. Also eigentlich die Hexer, also wenn sie ihren Job ablegen, dann kann ich das absolut nachvollziehen, wenn sie sich dann eine normale Beschäftigung suchen zum Beispiel. Aber dass der Merten sich der Religion zuwendet, das ist so unwahrscheinlich. Die Hexer haben gesehen, was es auf der Welt gibt. Da glaubt keiner irgendwie an irgendwas Übermächtiges. An irgendeinen Gott oder an so einen Propheten wie den Majoran. Das ist mehr als Wahnwitz irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwas ist mit diesem Merten passiert. Merten! Ich glaube, das war's hier auch wirklich. Leute, wir machen jetzt auch mal Schluss. Vielleicht suche ich diesen See noch ein bisschen ab, weil hier gibt's Gold. Gold! Hier gibt's überall Gold. Und ich bin jetzt bei irgendwas mit Stunde noch was, 20 Aufnahme. Also ich muss euch das noch irgendwie bisschen schnibbeln. Vielleicht mache ich jetzt auch noch den Rest alleine. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es mache. Werdet ihr in nächster Folge sehen. So viel ist es jetzt auch nicht. Es ist wirklich nicht mehr viel. Wir haben jetzt auch... Wo steht denn das immer? Quest, Fragezeichen. 9. 9 Stück. Leute, ich glaube, das mache ich alleine. Das ist nur noch hier in der Mitte. Da sind sie. Gut. Ich bin erstmal weg. Ich sage tschüss mit Ö. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wahrscheinlich dann Hauptquest. Yippie! Ich freue mich. Okay, bis dann.